Gut, ich bin jetzt im Kontrollraum des Computerkerns. Aber die Sicherheitstür ist fest verschlossen. Glaubst du, dass du das hacken kannst, Speckles? Natürlich kann ich. Aber wir haben ein kleines Problem. Saber hat die Codes auf zwei Servern gespeichert, die beide gut geschützt sind. An die komme ich übers Netzwerk niemals ran. Darin, ich fürchte, du musst auf jedem der Server einen Wi-Fi-Transmitter platzieren, damit ich mir Zugang verschaffen kann. Verstanden, ja. Specs. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Clash Buttons. Ich bin Manu, das ist Darwin und wir müssen uns durch übliche Haushaltsgeräte ballern. Wie beim letzten Mal auch schon. Mensch. Wir haben auch die Erladung Kamine. So. Mensch. Hier hinten warten noch ein paar paar Rasierer auf mich. Dann wollen wir uns mal voll bestücken. Ich finde das eigentlich gar nicht verkehrt, dass man hier so Möglichkeiten hat, auch wieder alles einzukaufen. Ach, nicht für Sturmgewehr, für Streugewehr. Ah. Okay, wollen wir mal. Noch ein Verkaufsautomaten, ne? Weg. 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 Okay, ich bin hier fertig. Geh nun weiter, um die Transmitter zu platzieren. Ja, geh nun mal weiter ohne Munition oder was. So. Darwin, tut mir leid, dass ich diese Geräte nicht rechtzeitig aufgespürt habe. Schon gut, Specs. Wir haben es bald geschafft. Ja, hoffen wir mal, ne? Ah, hier ist wieder nur ein Ding drin. Hier kommen wir nicht weiter. Serverraum 1, Serverraum 2. Ne, das ist 3. Das ist 2. Okay. Hier gerade was gesehen. Um mehr rauszukriegen, wie es da eigentlich drin gibt. So, jetzt gucken wir hier noch eben hinter, dass wir eben alles einsacken können. Weil dann brauchen wir das nachher nicht mehr machen und dann kann ich ruhiger spielen. Ja, da können wir rein. Okay, schauen wir mal auf Plasmakanone. Oh, weiß ich gar nicht, geht das noch damit? Geht auch. Oh, ich kam nicht ganz dran. Zack, zack. Ich glaube, das hat, glaube ich, keinen Sinn, wenn ich hier als erstes sofort reinmarschiere. Aber hier kommen wir nicht weiter. Geil. Warte, ich schicke Munch mal eben vor, dann können wir wenigstens gucken. Okay. Ja, können wir wohl durch. So, gehen wir erstmal hier rein.
Mutsch war ja schon kundschaften. Okay. Hier ist soweit keine Kiste mehr. Gut, wir haben hier auch keinen zweiten Belüftungsschacht. Auch gut. Guck, wie wir geguckt haben. Das läuft ja wie am Schnürchen. Irgendwas war hier, ich hab's gehört. Okay, es ist draußen, es kann uns auf jeden Fall schon mal nichts. Okay, ich glaube, wir müssen es hier platzieren, richtig? Beckers, kannst du mal das Signal überprüfen? Ja, kommt laut. So. Ach nein, die lassen schon wieder Toaster fallen. Nein! Kommt nichts da. Sollte passen. So, so geht jetzt noch die... das ist die Power-Attacke. Alles klar. Das ist 3, wir müssen 2. Ja. Da kommen wir irgendwie so schnell. Da, so kommen wir da nicht hin. Ja. Toll. Aber von da aus. Hier ist auch weit weg. Okay. Der läuft auch. Ja, also Mut wieder vor. Hier ist wieder so ein Ding. Okay. Jetzt müssen wir sowieso da was machen. Oh. Wo müssen wir dann gleich hinflüchten? Versuchen wir mal da rein.
schnell die Hauptplatine. Nein, Quatsch. Kommen wir auch nicht rein, verschlossen. Kommen wir da denn zurück drauf? Ja, bestimmt. Da kommen wir definitiv nicht rein. Oh, den Lüftungsschacht denn jetzt? Moment. Nein, ist mir noch nicht passiert. Okay, ich war an so einem Kontrollpunkt oder wie? Und kann ich denn hier irgendwas machen? Entschuldigung. Alter, eigentlich zu viel. Ich merke schon, meine Lebensenergie vermutlich ist auch nicht mehr gerade die besonderste. Soll das denn hier weitergehen, bitte? Den verstehe ich ja jetzt überhaupt nicht. Sobald ich da reinspringe, ist das Schild hier vor. Richtig? Richtig.